Okay, also wie gesagt, ich habe ein ganzes Bild hier stehen. Irgendwie. Das ist auch nicht schlecht. Bei der Familie. Aber das auch aus dem hauptsächlichen Grund, weil da zwei Leute drauf sind, die inzwischen verstorben sind. Und das ist Ja, da habe so ich auch der. noch ein Bild rumstehen mit von jemandem. Ja, weil das finde ich halt irgendwie schon wichtig. Also, ist ein bisschen komisch, dass man da halt denkt, von wegen, ah, die sind halt wichtiger als alle anderen, aber irgendwie. Das finde ich irgendwie Ja, schon. man will es ja doch irgendwie haben, so als Erinnerung praktisch dann damit an diese, jene, welche Personen dann. Genau, also das finde ich aber auch okay. Aber ansonsten, ich bin doch nicht so der Mensch, der sich da jetzt irgendwie so. Hier, das ist mein Cousin, das ist meine Tante, das ist mein Onkel. Finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Ja, vielleicht ein bisschen. Wie sieht es eigentlich verwandtschaftstechnisch so bei dir sonst so aus? Weil du gerade hier anfängst, so Cousine, Tante, Onkel, Was willst du wissen? Flugzeug, keine Ahnung. So hier, sag mal, Hab einen Vater und eine Cousinen, Mutter. Cousins oder so. Ja, du hast eine Vater und eine Mutter? Ja, genau. Ich hab mich vom Haus geschmissen. Das hat mich so geschockt, dass du eine Vater und eine Mutter hast. Oh, da fragst du Dinger. Moment, also ich habe eine relativ große Familie. Bin so familientechnisch das einzige Einzelkind, würde ich behaupten. Okay, also die Verwandtschaft ist praktisch relativ dicht besiedelt, ja. Jo, also lass mich überlegen. Mütterlicherseits habe ich eine Tante und einen Onkel, eigentlich zwei Onkel, einer ist aber sehr, sehr früh verstorben, habe ich nie kennengelernt. Dann habe ich väterlicherseits zwei Tanten. Die zwei Tanten väterlicherseits haben jeweils zwei Kinder, genau. Also sind damit schon mal vier Cousinen in die Richtung. Jedoch haben drei der Leute dann auch schon wieder Kinder, das heißt, es wird immer mehr. Irgendwie Großcousinen oder wie man das Ganze dann schimpft. Also das ist letztendlich alles schon ziemlich groß. Meine andere Tante mütterlicherseits hat auch nochmal zwei Kinder. Mein Onkel mütterlicherseits hat keine Kinder. Yay! Hey, die können wir auslassen. Also das ist letztendlich schon echt viel, gerade weil die Kinder halt auch inzwischen alle Kinder bekommen. Aber wir sind halt alle ein bisschen älter als ich. Also ein bisschen, Okay. also schon noch ein Stückchen älter als ich. Und ja. Das muss nichts heißen. Dementsprechend, nee, das stimmt schon, aber da ist die Wahrscheinlichkeit eben höher. Aber ja, dementsprechend ist der Familienzweig eigentlich schon relativ groß. Dann habe ich sogar noch eine Uroma. Okay. Die total super ist. Das ist auch so das älteste Familienmitglied, was ich besitze. Ja, aber ansonsten, das war's eigentlich. Also, man kann sich das vorstellen, das verbreitet sich natürlich immer mehr und irgendwann gibt es bloß noch ganz viele UV-Familienangehörige. Abklatschdinger. Die ganze, also ihr plant praktisch die Weltherrschaft an euch zu Ja, reißen. genau, richtig. Mit massenhaft Kindern. Okay. Weißt du, was lustig ist? Nee. Ich werde sehr viel schneller fertig sein als du. Ja, dann erzähl doch. Also, ich könnte das noch weit Großeltern auslegen. jeweils väterlicher, mütterlicherseits, ne, ganz klar. Also, meint man zumindest ganz klar. Dann Ja. mein Vater hat einen Bruder, also praktisch mein Onkel, also Onkel väterlicherseits. Das war es dann auch schon so an Geschwistern technisch von der Richtung. Bei dem geht da auch nichts voran irgendwo in irgendeine Richtung. Okay. Also der ist praktisch mit seiner Arbeit verheiratet. Ah, was ist doof? Ja, der ist halt, das passt soweit bei dem. Das ist okay, das läuft. Ja, aber es ist auch nicht das Schönste der Welt. Auch der ist soweit glücklich mit dem, wie er es hat. Ja, gut, das ist das Wichtigste. Nee, dann auf alle Fälle, sag mal, ja, Vater, Mutter, ganz klar. Mein Bruder. Mein Bruder hat eine Freundin, die beiden sind verlobt. Die werden voraussichtlich nächstes Jahr heiraten. Also das heißt, nächstes Jahr muss der Ballast zu einer Hochzeit gehen. Ah. Ja, ist okay. Ich meine, ne? Ich besauf mich einfach. Ja. Bin dann so, jede Party braucht irgendein Arschloch, ne? Also ist okay. Ja, genau. Und ich opfer mich halt und nehme diese Rolle ein. Hast du noch ein paar hier Steinziegel? Ja. Sehr gut. Schmeiß ich hier mal eben hin. Da.
Wie flupp. Eingesaugt. Nee, dann praktisch da mein Bruder, seine Freundin, der, die beiden haben halt ein Kind. Wie gesagt, nächstes Jahr heiraten die beiden. Ja. Bäm, Sex vor der Ehe. Brave, brave Christen wollen sie verbrennen. nee, dann, ja, der ist übrigens auch schon 5 jetzt. Ich glaube, 5 müsste jetzt werden. Bin ich jetzt gerade überfragt. Ich bin auch gerade schon so ein bisschen müde. Also von dem her kann ich mir so gerade die Zahlen eh nicht so merken. Ja, 5 ungefähr müsste er sein, der Alex. Okay. Und ja, dann hört es eigentlich auch schon auf so mit näherer Verwandtschaft. Ah, okay. Ich was zu tun hat. Was mir gerade bei mir noch einfiel, ich habe ja vor 3, 4, 5 Jahren sogar schon sogar noch einen Stiefbruder bekommen, seitdem mein Vater neu geheiratet hat. Den vergesse ich nur gerne. Hoffentlich hört er das nicht, Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Ich hab dich nicht vergessen. Ich weiß noch, wie du heißt. Jochen? Nee, Klaus. Das kann ich mir recht leicht merken, weil er genauso heißt wie du. Genauso? Auch mit demselben Buchstaben? Nee, das nicht. Bitch. Das ist doch gar kein richtiger Name. Nee, aber das habe ich vergessen. Also, die gibt's natürlich auch noch. Deswegen habe ich eine Stiefoma, eine Stiefmutter und einen Stiefbruder. Yay. Warte mal, das passt so nicht. Das müssen wir anders setzen. Hui, so. Das geht so auch nicht. Das müssen wir auch nochmal abholzen. So. Huch. Ja, da bin ich hier. So. Und dann müssen wir hier den. Ja, genau. Fick dich. Juvi. Ja. Verarschen mich. Oh. Aber bist du denn eigentlich so der Familientyp oder stehst du da eher nicht so drauf? Sagen wir mal so, das Telefon klingelt öfter mal und heißt, Mensch Jung, meld dich doch mal. Ich hab nichts zu erzählen. Ja, Leute, kenn ich. Ich hasse sowas eigentlich, ne? So, ja, so diese Gespräche, so von wegen so, ja, es gibt nichts Neues, aber hallo, guck, da bin ich. Ja, sinnlose Gespräche, die finde ich auch so bekloppt. Mein Vater beschwert sich neuerdings auch andauernd, dass ich mich ja so wenig melde. Ja, wenn ich was zu erzählen habe, dann melde ich mich schon, ne? Ja, richtig. Hab ich nicht. Nee, aber, also bist du da auch nicht so der Typ zu, der jetzt irgendwie ja, so den Kontakt zur Familie total pflegt und hegt? Ich muss jetzt nicht den ganzen... Juvi, ich dachte, du hast das Dach gedeckt. Nee, noch nicht ganz. Jetzt habe ich mir wegen dir die Beine gebrochen. Nee, also wie gesagt, das ist... Ja, passt schon. Also ich bin gerne mal bei meinen Eltern so. Dann geht es immer meistens irgendwie im Garten oder sowas. Dann wird gegrillt. Dann ist mein Neffe noch da, weil sie das Wochenende offen aufpassen mit. Damit mein Bruder und seine Freunde mal ein bisschen was trinken gehen können, ein bisschen Party machen und so. Und ja... Dann habe ich da schon auch meinen Spaß mit meinen Eltern. Oder ich lade mich einfach mal so spontan ein, wenn ich keinen Bock habe, mir was zu essen zu kochen. Zu Hause. Dann sage ich, Mutter, mache Futter. Dann gibt's Futter bei der Mutter. Aber ohne Butter. Doch, auch, eigentlich auch schon mit Butter. Nee, eigentlich Margarine. Aber, weil ich bin auch nicht so der Familientyp. Also ich freue mich immer, wenn ich die mal alle wiedersehe. Also gerade meine Eltern, die bedeuten mir natürlich schon nochmal mehr als alle anderen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, ja, wenn ich jetzt mal wieder in die Heimat fahre, dann muss ich erstmal alle Verwandten besuchen und denen von meinem Highlife erzählen irgendwie. Ja, ich hab Fahrräder verkauft, yay! Verwandte. Aber freut mich trotzdem, euch heute hier bei mir begrüßt zu haben und noch ein schönes Leben. Genau, also ich könnte mich quasi dauerhaft über die Arbeit beschweren, aber das will ja natürlich auch keiner hören. Ich finde es spannend, mach mal. Nö. Das ist voll das gute Thema. Nee, jetzt im Moment nicht, weil ich habe hier Urlaub. Also im Augenblick ist die Arbeit jetzt gar nicht so schlimm, oder wie? Ja, die haben mich heute schon wieder angerufen, da bin ich mal nicht rangegangen. Hallo Chef. Ja. Hallo. Habe ich mir so gedacht, ne. Gerade weil ich mich ja heute mit einem guten alten Kumpel wieder getroffen habe, dachte ich mir so, ne, wenn die jetzt meinen von wegen, du musst jetzt arbeiten, komm. Ja, das ist so immer das, weißt du, wenn das Telefon klingelt und es steht drauf Arbeit, dann denkt man sich doch jedes Mal wieder so, nein, geh nicht ran.
Ja, ich mach's auch. Also im Urlaub bin ich da wirklich konsequent. Ja, im Urlaub würde ich auch nicht rangehen, ganz ehrlich. Das wäre zu dumm. Also, wenn ich natürlich zu Hause bin, also weil ich frei habe oder was auch immer, oder weil ich gerade nach Hause gekommen bin oder so von der Arbeit und dann klingelt's, weil noch irgendwas sein könnte, dann gehe ich da ran und sag, ja, passt, ich komme zum Arbeiten, fickt euch. Ja, also da würde ich das dann auch noch machen, aber eben im Urlaub, no way. Keine Chance. Nee. Also Urlaub streichen lassen geht ja mal gar nicht. Nee. Für ein feucht lauwarmes Dankeschön dann oder so im Nachhinein noch. Also. Du hast uns echt aus der Patsche geholfen, ja, Glückwunsch. Freut mich. Oh, ja. Ich hätte gerne eine Gewinnbeteiligung von 80%. Genau. Wieso denn von 80%? Das ist ganz schön unverschämt, ja. Und während meinem Urlaub mich anrufen, ist auch ganz schön unverschämt. Oh ja, also das ist auch echt so ein No-Go. Das ist so ein Unding eigentlich, ja. Sollte man nicht bringen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gestattet ist, also so rein arbeitstechnisch, also gesetzestechnisch, weil zugesprochener Urlaub kann dir eigentlich nicht streitig gemacht werden. Dann wird dir der Urlaub einfach spontan aberkannt. Oder du kriegst länger Urlaub, längerfristig. Also ich glaube, das weiß ich jetzt nicht, kenne ich die Arbeitsgesetze zu wenig jetzt aus dem Kopf. Kopf. Wüsste ich auch nicht. Aber ich finde halt gerade bei Urlaub, ich meine, beim Urlaub ist es ja so, man plant ja in der Regel schon was, ja. Schau mal, warum hast du da draußen eine Workbench hingestellt? Hier im Haus habe ich auch eine Workbench reingezimmert. Achso, daneben steht auch noch eine, lol. Wo steht hier noch eine? Ach, da drüben. Das ist doch schon wieder hier alles voll. Hier, ich könnte kotzen schon wieder. Was soll denn das? Das ist schlimm mit uns. Jetzt bin ich im Flur. Alles voll. Ich baue noch ein paar Workbenches hier fürs Haus. Genau. Und dann da rein. So. Das ist schon wieder so schlimm. Also um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ich finde übrigens auch alleine schon schlimm genug, dass du überhaupt angerufen wirst in deinem Urlaub. Also selbst wenn irgendwelche Fragen offen sind, denke ich mir halt so von wegen, mein Gott, Leute, versucht das eben alleine zu klären. Ihr kommt doch, müsst doch ohne mich mal klarkommen. Schaltet mal euer Hirn an, ne? Ja. Und das sind meistens halt so Sachen, wo du denkst so von wegen, denk doch selber nach, das kriegst du schon hin. Ja, wo man sich dann meistens denkt, so Leute, Hirn auf AFK ist jetzt nicht ganz so gut mit Arbeit kombiniert. Ja. Oder aber es sind so Fragen, die 2000 Jahre alt sind, so von wegen, da war so vor 4 Wochen so ein Kunde bei dir und dem hast du das und das Angebot gemacht. Und dann sitzt du hier und irgendwie total abwesend, von der Arbeit zumindest, so von wegen, was, ja, okay, kann sein, keine Ahnung, weiß ich nicht, tschüss. Ich erinnere mich an den, das war doch der, dem ich gesagt habe, ich werde ihm ein Angebot machen, das er nicht abschlagen kann. Das war doch der mit den Augen und der Nase und den Ohren, oder? Ja, genau der. Nee, gesehen. Ach, nee. So. Er hat so gesagt. Gleich explodiert was. So heißt, dass es immer zu Ende geht. Das Ende ist nah. Bereitet euch vor auf die Apokalypse.